In diesem Video zeigen wir euch, wie wir den Wienerwalzer links herum tanzen. Der Vorwärtsgrundschritt mit dem linken Fuß für ihn nach vorne begonnen, für sie mit rechts nach hinten begonnen, sieht dann so aus. Wir haben ein 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, drehen wir uns auch hier einmal kurz seitwärts. Er hat seinen linken Fuß frei, sie den rechten und wir starten gemeinsam mit dem Vorwärts-Rückwärts-Grundschritt. Er links begonnen und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auch hier gehen wir wie bei dem Rechtsgrundschritt immer am Ende etwas nach oben, um den Schwung abfangen zu können. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diesen Linksgrundschritt nehmen wir jetzt und fangen ihn an, nach links zu kurven. Das bedeutet, er stellt die Uhr quasi immer etwas zurück. Wenn er im Moment gerade auf 12 Uhr schaut, würde er jetzt mit dem ersten Schritt im Wiener Walzer in der Linksdrehung die Uhr auf 11 zurückdrehen. Und so tanzen wir jetzt den Wiener Walzer links gedrehten Vorwärts-Rückwärts-Grundschritt, immer um eine Stunde zurückgestellt. Wir probieren das ganz langsam gemeinsam. Er hat den linken, sie den rechten Fuß frei und vorwärts für ihn geht's los. Anfang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das könnten wir so noch ganz lange weiter tanzen und wenn wir uns wirklich nur relativ wenig drehen, passen die Schritte hier voll und ganz zusammen. Allerdings möchten wir ja langsam etwas größer werden und dafür brauchen wir in der Linksdrehung beim Wiener Walzer einen ganz besonderen Schritt. Das ist der sogenannte Kreuzschritt. Hier tanzt immer derjenige, der den Vorwärtsteil tanzt, auf 3 ein Kreuzschritt. Ganz langsam sieht das gemeinsam dann so aus. 1, 2, 3. Und hier hat er vorne gekreuzt. Jetzt kreuzt sie mit 1, 2, 3. Dann wieder er. 1, 2, 3. Und sie. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir üben erstmal einfach nur dieses Gefühl, dass der linke Fuß immer vor den rechten rutscht. Das könnt ihr gerne nochmal zwischendurch machen, denn genau dieses Gefühl habe ich, nur dass ich jetzt vorher etwas zur Seite tanze und dann den Fuß hier reinziehe. Und das ist genau das, was hier bei der Linksdrehung beim dritten Schritt passiert. Er tanzt 1, 2 und bei 3 schiebt er den Fuß davor. Jetzt sie 1, 2, davor 1, 2, er 1, 2, sie 1, 2, er 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Wir üben das direkt gemeinsam und starten direkt vorwärts für ihn mit links um die Ecke rum und kreuzen hier auch direkt den dritten Schritt. In diesem Fall, klingt komisch, ist aber so, ist es einfacher, wenn man etwas mehr kurvt. Das heißt, er kurvt nicht nur eine Stunde zurück, wenn man sich wieder die Uhr vorstellt, sondern am besten gleich 2 oder 3 Stunden. Das macht es leichter, für ihn anschließend zu kreuzen. Gemeinsam anfangen. Und 1, 2, kreuz sie jetzt, kreuz er und sie 2, 3. Er 2, 3, sie 2, 3. Er 2, 3, sie 2, 3. Er 2, 3, sie. Er und sie. Wir tanzen das Ganze noch einmal, tanzen jetzt 8-mal die Linksdrehung und anschließend wieder in den Pendelschritt. 3-mal wird gependelt und dann geht's vorwärts los. Anfang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, sechstes Mal, siebtes Mal, achtes Mal und hin, her, hin, her. Das heißt,
Am besten hören wir dann auf, wenn die Frau ihren Schritt noch gekreuzt hat und anschließend geht es für sie nach rechts, für ihn nach links in den Pendelteil. Das tanzen wir noch einmal, sprich er hört nach einem Rückwärtsteil seiner Linksdrehung auf, um dann anschließend in den Pendelschritt reinzutanzen. Dreimal pendeln vorneweg und achtmal wieder im Drehen. Anfang. Eins, zwei, drei. 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 Eins, zwei, drei und hin. Her, hin, her. Anfang. Eins, zwei, Attacke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Hände heben.